Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und auch heute an meiner Seite eine gute alte Tomate. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Wir schauen Und uns heute mal was richtig Beklopptes an. Ja, Arti, sag uns. hatte ja der Gaming-Content, hatte euch so gefallen letztens und dann wurde uns dieses Meisterwerk hier reingespült von MDR Investigativ. So missbrauchen rechtsextreme Spiele und Gaming-Plattformen. Ja, und das müssen wir uns doch angucken, ne? Genau, das wird, denke ich, ziemlich knirsch und lustig. Ich würde sagen, wir steigen einfach ein, oder? Ohne lange Vorrede. Gut, dann ab geht's. Viel Spaß. Das menschenverachtend. Wenn du die Freiheit hast, alles zu bauen, dann hast du halt die Freiheit, alles zu bauen, dann können Arschlöcher auch Scheiße bauen. Rechtsextreme Ver Sag mal, was war denn das für ein komischer Einstieg? Ist das aus was Größerem rausgeschnitten? Ja, wie das losging, die erste Sekunde, der sagt hier einfach mal, also das ist nicht mal richtig audiomäßig korrekt abgeschnitten, der sagt hier, was sagt er? Das Ist menschenverachtend. menschenverachtend, also nicht das ist menschenverachtend oder so, ist menschenverachtend, also ganz Also, komisch, wie ja. der erste Satz hier geschnitten wurde, ja. Wenn du die Freiheit hast, alles zu bauen, dann hast du halt die Freiheit, alles zu bauen, dann können Arschlöcher auch Scheiße bauen. Rechtsextreme verpacken ihre Ideologien in Spielen wie diesem, in dem das Halle-Attentat von 2019 nachspielbar ist und vernetzen sich über Gaming-Plattformen. Wenn wir beispielsweise einfach mal nach Profilen auf Steam suchen, die wir hinter im Namen haben, sehen wir, dass wir mit wenigen Klicks über 31.000 Profile finden. Die Sicherheitsbehörden versuchen. Alter, das Das wird ist hier so jetzt knirsch, okay. wenn das die Argumente sind, weil jemand Hitler im Namen hat. Also vor allem Steam ist eine Plattform, die weltweit Weltweit, von ja. Millionen Nutzern genutzt wird. Und klar nennen sich die Leute Hitler, genauso wie sie sich Mao und Stalin und sonst was nennen. Einfach um edgy zu sein und anzuecken. Ah, ich kriege hier schon wieder Flashbacks. Das ist genau dasselbe wie bei dieser Y-Kollektiv-Doku, die wir vor kurzem geschaut haben, mit den Hitler-Memes, mit den Nazi-Memes. Erinnerst du dich? An der Ja. Schule? Und das wird hier, denke ich, ganz ähnlich sein, weil Gaming-Kultur und Generation Z nun mal eng verbandelt ist. Also Gamer sind halt oft junge Leute und naja, die machen halt, provozieren halt, die machen mit Absicht Scheiße. Ja. Gerade bei Steam kannst du dir 50 Accounts machen, egal wie die Ja. heißen. Das ist Also das lächerlich. wird hier richtig knirsch, das wird richtig knirsch. Dagegen vorzugehen. Die Herausforderung für uns ist eben die, dass es offensichtlich in der Perversität des Menschen nach oben keine Grenzen gibt. Welche Verantwortung tragen Mensch. Plattformbetreiber und Gamer? Also, Ganz wenn man neue es sieht, Erkenntnis. ist sofort melden, da ist tatsächlich die Schwarmintelligenz der Gamer sehr, sehr wichtig. Für Exactly suchen wir Antworten auf die Fragen: Welche Verantwortung tragen die Spieleplattformen? Was macht die Polizei gegen diese rechtsextremen Inhalte? Ich höre schon, Spieleplattformen müssen viel mehr präventiv zensieren. Am Ja. besten zu viel. Sicher, sicher. Ach Gott, oh Gott. Und die Ich Polizei muss hoffe, sowieso. ja. Ich frage mich, ob es jetzt hier zum Beispiel auch um Heimatdefender gehen wird, weil das ist ja interessanterweise sogar der erste Teil ist ja von Steam geflogen. Sogar. Also da hatte Steam sogar krass zensiert. Und ich muss betonen, ohne Grund. Ich meine, Heimatdefender, ich habe das selber gespielt. Das kann man sich ja auch kostenlos noch runterladen, den ersten Teil. Der zweite Teil ist kostenpflichtig, klar, aber der erste Teil kann man sich runterladen. Und ich habe das komplett durchgespielt. Da war jetzt aus meiner Sicht nichts, was wirklich rechtsextrem ist. Also im Sinne von, dass es wirklich krass gegen bestimmte Menschengruppen oder so geht, ist halt eine sehr krasse Mediensatire einfach, Heimatdefender, weißt du? Also du hast halt Ja, schon auch echte Personen, die da auftreten, zum Beispiel Jan Böhmermann wird verarscht, glaube ich, und Oliver Welke und am Ende oh. Josh Soros. Also es werden schon Gesichter gezeigt von Leuten, aber keine Ahnung, da ist jetzt kein Gewaltaufruf zu sehen oder irgendwas. Es ist schon eher ein witziges Spiel. So, genauso wie es Aber wenn euch derart das auch von zu linker Seite heikel geht. ist, dann spielt den zweiten Teil, The Great Rebellion. Das ist jetzt ohne konkrete Personenbezüge, kommt das mehr oder weniger aus. Du Ne? hast das gespielt, ja? Ja, also klar, da Okay. gibt es dann die Impfanbeterin und der Kopf sieht so ein bisschen aus wie Fauci, würde ich sagen. Aber ja, es ist sehr ein bisschen edgy gemacht, auf jeden Fall. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, cooler Ja. Retro-Look, es ist auch angemessen schwierig. Wir kriegen kein Geld leider von diesen Leuten. Aber es hat Spaß gemacht, es zu spielen. Ja. Jedenfalls schauen wir mal, ob das hier erwähnt wird in der Reportage. Und wie agiert die Politik? Ein Rechtsextremist versuchte am 9. Oktober 2019 in die Synagoge von Halle zu gelangen. Das schaffte er nicht, er tötete aber zwei Menschen in diesem Viertel.
Was aber umso unvorstellbarer ist, ist, dass jemand das ganze Attentat als Spiel auf eine Spieleplattform hochgeladen hat. Eine Plattform, auf der auch Kinder unterwegs sind. Und die Täter müssen auch Wissen aus dem Stream oder dem Prozess haben, denn die Details sind so weitgehend, dass hier auch das Auto zu sehen ist, das der Attentäter benutzt hat und auch die Munitionskiste im Spiel zu erkennen ist. Bis heute weiß niemand, wer... Gut, also erstmal der Anschlag ist natürlich, wer hätte es gedacht, unter aller Kanone. Aber ich würde sagen, alles, was jetzt hier erzählt wird, steht mehr oder weniger in dem Wikipedia-Artikel. Dem Anschlag? Also ist jetzt ach, du meinst, kein... dass derjenige, der dieses Level gemacht hat, sich einfach der Infos von Wikipedia bedient hat? Ja, der muss jetzt nicht groß tief graben, würde ich behaupten wollen. Ja, also ich meine, die Medien haben ja auch in epischer Länge und Breite darüber berichtet, weil rechter Anschlag, das ist ja immer schön, gefundenes Fressen. Ich meine, es gibt zu jedem Scheiß wahrscheinlich mittlerweile irgendein Level. Ich meine, ja. Die scheiß Drachenschanze gibt es als Level. Ja, ich wollte es gerade erwähnen. Also. Das Attentat nachgebaut und auf die Plattform gestellt hat. Gefunden. Ich wollte noch mal kurz pausieren. Die Frage ist halt, auch wenn Sie jetzt so sagen, Sie wissen nicht, wer das gebaut hat, für mich wäre die Frage, ob sich der Autor dann überhaupt, naja, ob er das jetzt unbedingt feiert, den Anschlag. Also, ich meine, das ist auch wieder so ein Ding, vielleicht hat er es einfach gemacht, um zu provozieren. Ganz ehrlich. Ja, ja. Weil gerade auf, von Roblox habe ich eine super viel Ahnung, aber da kann man halt so eigene Levels erstellen. Und wenn du halt willst, dass einer dein Level spielt, dann musst du halt irgendwas machen, dass du in der Masse nicht untergehst, weißt du? Und dann nimmst du halt ein krasses Thema. So einen kantischen Aufmacher halt, okay. Genau, genau. Also bei Roblox ist das ähnlich wie bei anderen Spielen. Wenn du halt User-generierte Karten dir runterlädst, dann hast du Tausende buchstäblich und dann musst du halt irgendwie filtern. Welche will ich mir jetzt runterladen? Und ja, vielleicht dann Halle-Terroranschlag oder so liest sich irgendwie interessanter als Karte 5 mit Pferden und Schwein oder keine Ahnung, worum es in Roblox geht. Ja. Gefunden hat das Spiel ein Team rund um Mick Prinz. Er ist Experte für Gaming und Rechtsextremismus. Wir treffen ihn in Berlin an einem besonderen Ort. Minimal symbolisch aufgeladen. Ja, an einem gibt's bestimmt auch ein Roblox-Level darüber, oder? Ja, bestimmt. Jump-Run-Level auf den Steinen. Ne? So, wollen wir links das jetzt kurz lesen, was da steht? So lassen sich Erlebnisse nachspielen, die rechtsterroristische Attentate glorifizieren. An dieser Stelle werden keine Servernamen genannt und einige Rex-Narrative wurden von mir zensiert. Hier aber ein paar Einblicke. Aha, und da ist zum Beispiel... Ah, das sind wahrscheinlich irgendwelche Anschläge, die da links zu sehen sind in Roblox. Also hier ist zum Beispiel so ein Grocery Store. Gab es irgendeinen Anschlag, wo in einem Supermarkt ist? Das Buffalo-Attentat, das klingt irgendwie nach Amiland. Aber so, weiß nicht, länger her, würde ich sagen. Wo liest denn du hier Buffalo? Ach so, sorry, ich bin bescheuert. Ja, da steht's doch. Es gibt unzählige Maps, die das Buffalo-Attentat aufgreifen. Den letzten Satz hier habe ich jetzt gar nicht gelesen. So, aha. Auch das antisemitische Attentat von Halle lässt sich auf Roblox finden. Das Spiel lässt sich nur dann spielen, wenn der Account älter als 2 Monate ist. Viele Erlebnisse da werden dabei so benannt, dass sie Wortfilter umgehen und vom Moderationsteam erst spät erkannt werden. 2 Monate ist jetzt auch keine lange Zeit für einen Account, oder? Also, was soll das jetzt einen sagen? Ja, vielleicht, dass die... Weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht irgendwie, dass die Rechten so krass... durchtrieben sind, dass die sich an erfahrene Roblox-Nutzer richten oder dass das irgendwie so eine Art Pseudo-Schutz ist, Pseudo-Jugendschutz, der halt gar nicht funktioniert. Ach so, du meinst, die irgendwelche Rechten, die das Spiel nie gespielt haben, haben gesagt, oh, da gibt's ja dieses tolle Level aus Halle. Geil, das will ich zocken. Ah, ich muss 2 Monate warten. Nee, dass halt der Macher das vielleicht, ich weiß es nicht, ich weiß wirklich nicht, was er sagen will, Mick Prinz. Vielleicht lassen wir ihn einfach reden. Ja. Also der Satz, ich finde den auch irgendwie komisch. Mick Prinz sucht gezielt auf Plattformen nach rechtsextremistischen Inhalten. Darüber klärt er seine Follower in den sozialen Medien auf. Lass ruhig noch ein Stückchen reinlaufen. Ich bin schon wirklich lange, ehrlich gesagt, hier nicht mehr durchgelaufen. Man kommt ja super oft hier vorbei, aber wenn man hier durchgeht, wenn man sich durch diese stehenden Gänge hier bewegt, hat das Ganze eine sehr beklemmende Art und Weise. Es ist sehr erdrückend, man fühlt sich sehr einsam. Es ist zwischendurch auch teilweise zumindest sehr ruhig. Alter, hast du Kacke, das ja, von der AAS. Von der Amadeo-Antonio-Stiftung, von einer guten linksextremen Stiftung. Die ehemalige Chefin Annetta Kahane muss es immer wieder betonen, ehemalige Stasi-Mitarbeiterin und hat unter anderem gesagt, die größte Schande der deutschen Politik ist es, dass noch so ein großer Fleck auf der Landkarte, nämlich Ostdeutschland, so weiß ist.
Also ist auch eine anti-weiße Rassistin. Die hat gegen, was gegen unsere Hautfarbe einfach. Also die will, der ist es nicht egal, wie die Menschen aussehen im Osten Deutschland, das ist der gerade wichtig. Die will nicht, dass wir hier überfremdet werden und unsere ethnische deutsche Identität verlieren. So, dass wir erstmal den Brunnen vergiftet haben und dass sie eingeordnet haben, wo der herkommt. Das ist ja nicht mal Brunnenvergiftung, das ist ja einfach nur ein Zitat von ihr, also ohne was groß reininterpretieren. Ne? Und der Geselle hier schon wieder spielt natürlich wieder diese, oh, es geht um die Judenkarte, guckt mal, wie schlimm das alles war und jetzt ist das ein Computerspiel und ihr habt euch völlig schlecht zu fühlen. Wenn das jetzt die halbe Stunde so weitergeht, wird es echt anstrengend. Ja, das nervt mich echt unfassbar, wie man 80 Jahre, fast 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, immer noch bei aktuellen politischen Themen so den Holocaust hervorkramt. Also gerade bei Sachen wie Computerspielen, das hat ja nun gar nichts mit der Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg zu tun. Also ich sehe da überhaupt nicht den Zusammenhang. Gut, der Zusammenhang ist, ja, die sind irgendwie rechts und wenn wir den Rechten in den Computerspielen wieder Raum geben, dann werden wieder Juden sterben. Aber das ist doch alles Bullshit. Das ist so an den Haaren herbeigezogen. Das ist die letzte große Keule, die sie haben irgendwie. Ja, ja, aber die ist so wirkungslos, finde ich. Also mein Opa, der ist geboren so Mitte der 30er. Also der konnte Hitler nicht wählen. Also als der geboren wurde, war Hitler schon an der Macht. Er hat den Zweiten Weltkrieg als Kind erlebt. Er ist jetzt schon gestorben. Also diese Generation, die damals noch Kinder war, die das selbst kaum erlebt hat, die ist und daran nicht schuld hat, die selbst die stirbt jetzt langsam. Also, und wir, junge Leute, junge Gamer, haben damit überhaupt nichts zu schaffen. Ja, und es sind immer noch Pixel. Da stirbt kein Jude, wenn du dort einen erschießt in diesem Halle-Simulator. Ja, Gott sei Dank, also der tut sich sowas an den Haaren saugen und irgendwelche Zusammenhänge konstruieren, das ist halt so ein bisschen wie das Meme, wo dieser Typ vor dem Reißbrett steht und so viele Reißzwecken da sind und Verbindungen, weißt du, du tust halt so mit Absicht irgendwelche Verbindungen, wie an so einem Mordbrett ziehen. Ja, das hat was damit zu tun und hier, und das ist alles miteinander vernetzt, das ist alles so ein rechtes, großes Netz und das führt hier, Holocaust, das hat alles was damit zu tun, das führt genau dahin. Das Schöne, wenn man so zynisch sein will, ist, dass gerade diese Herangehensweise bei den jungen Leuten nur noch mehr diesen Trotzeffekt lösen wird. Also ja, das war in unserer Schulzeit genauso, wenn da so dieses Oberlehrerhafte kam, dann hast du es gerade gemacht. Aber gut, lass mal den AAS-Typen reden. Westlichen, sehr lauten Berlin. Das heißt, man fühlt sich sehr isoliert. Und da, finde ich, funktioniert dieser Erinnerungsort sehr gut. Gleichzeitig führt dieser Ort aber auch zu einer Wut bei mir. Ich bin auch häufig wirklich sauer, wenn ich an diesem Ort vorbeifahre. Nicht nur, weil man an die Gräueltaten der Nazis erinnert, sondern weil ich auch daran denke, wie aktuell beispielsweise Rassismus und Antisemitismus wieder normalisiert wird in unserer Gesellschaft. Das ist ein Nichtsatz. Ganz ehrlich. Nee, ich finde das geistesgestört. Wirklich, wie gesagt, das Holocaust-Denkmal mit aktuellen politischen Debatten zu verbinden, das ist wirklich absolut an Haaren herbeigezogen, irgendein Zusammenhang. Also als würden wir jetzt kurz davor stehen, selbst wenn die AfD an der Macht wäre, einen zweiten Holocaust zu verüben. Also so ein Schwachsinn, das habe ich ja noch nie gehört. Das ist einfach nur Bullshit. Er macht halt auch gerade die Brunnenvergiftung, ne? Ja, na super. Ja, eben. Deswegen feuerfrei hier. Als ihr unterwegs wart, euch diese Spielwelten bei anderen bei Roblox angesehen habt und entdeckt habt, es gibt da das Halle-Attentat. Was hat das mit dir gemacht? Es hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht, dass wir das da gefunden haben, weil Rechtsextreme genau versuchen, diese offenen Türen zu nutzen. Sie versuchen genau diese Räume zu nutzen, wo sie eigene Inhalte bauen können. Das haben wir in der Vergangenheit schon in unterschiedlichen digitalen Welten gesehen, dass sie das bei Roblox machen. Hat mich nicht überrascht. Trotzdem hat mich schockiert, wie akkurat versucht wurde, dieser Anschlag nachzubauen. Und so sieht die Startseite aus. Auf Roblox können kostenlos ganz unterschiedliche Spiele gespielt und auch selbst erstellt werden. Und das mit nur wenigen Mausklicks, wir haben das selber ausprobiert. Ich habe mir hier einen rothaarigen Avatar genommen und ein Spiel gebaut, in dem eine Waffe genutzt werden kann. Im Menü hier an der Seite können ganz einfach Modelle in das eigene Spiel hinzugefügt werden, zum Beispiel Personen und verschiedene Waffen. Ich muss mal hier kurz unterbrechen. Entschuldigung, ehe das jetzt hier zu technisch wird. Er hat gesagt, ja, Rechtsextreme machen das, pipapo. Was zum Fick ist dein Beweis dafür, dass ein Rechter diese Roblox-Map gemacht hat? Also, ich meine, dieses Attentat ist nun mal ein historisches Ereignis, das so passiert, und das hätte sich jeder diese Map zusammenbauen können. Nur weil man die Map baut, heißt es ja nicht, dass man erstens mit einem Attentäter sympathisiert und zweitens, dass man halt dann rechtsextrem ist, als seine Ideologie teilt. Also, ich sehe das nicht. Sie hat ja gerade selber so eine Amoklauf-Map gebastelt. Also ich würde sagen, sie ist schon ziemlich rechtsextrem.
Genau, das ist nämlich das Ding. Jeder, der irgendwie edgy sein will, jedes Kitty, der halt irgendeinen Anschlag nimmt, egal ob er links oder rechts ist, der macht sich dann wohl gleich die Ideologie zu eigen, die dahinter steht. Und das ist ein übelst großer Trugschluss. Also das ist einfach Schwachsinn. Ich würde auch einfach mal behaupten, ein Rechter, der Menschen umbringen will, der bastelt sich nicht so eine scheiß Karte, der macht das halt einfach. Ja, der wobei, geht Counter-Strike spielen oder so, der macht sich doch nicht die Argumentation Aufwand. Ist ja, man will so andere Leute ködern, dass man hier sagt, oh guck mal, es ist cool, rechtsextrem zu sein und Anschläge zu verüben mit solchen Maps. Also es geht jetzt darum, gar Aha. nicht darum, dass diejenigen, die Mapbauer auch wirklich Anschläge verüben wollen, aber halt andere zu dieser Ideologie zu ziehen. Aber selbst das sehe ich einfach so nicht. Das ist Schwachsinn. Okay, du spielst aus welchen Gründen auch immer, weil du neugierig bist, eine Karte mit irgendeinem scheiß Amoklauf und dann sagst du so, geil, das mache ich jetzt nochmal. Ja, natürlich. Genau so ins Absurde muss man es wirklich ziehen, wie du es gerade gemacht hast, weil so ist es nun mal nicht. Also das ist, fuck, das ist erinnert so ein bisschen wie an diese ganzen Killerspieldebatten, die wir schon vor 20 Jahren hatten. Ich meine, da war zum Beispiel 2002 war das, meine ich, der Anschlag in Erfurt. Da war so ein Attentat, da ist so ein Amokläufer durch eine Schule gegangen und danach ging das Monate, Jahre lang, dass halt Videospiele so verteufelt wurden, weil er hatte ja Ego-Shooter wie Counter-Strike gespielt. Wenn man solche Spiele spielt, dann lernt man halt das Töten und findet sogar so Lust am Töten. Und das ist jetzt hier genau dasselbe, genau dieselbe Argumentation. Wenn ich so eine Map spiele, eine Roblox-Map, schau dir mal bitte die Grafik an, wie die aussieht. Eine fucking Roblox-Map, wo wahrscheinlich nur ein Straßenzug nachgebaut ist und sonst nichts weiter zu tun. Wenn ich diese Map anmache, werde ich sofort rechts, weil so eine Wirkung haben nämlich Videospiele auf Kindergörne. Also, was ist denn das bitte für eine Erklärung? Also, ich weiß noch damals, als diese Killerspieldebatte aufkam, da habe ich gerade Command & Conquer Roter Alarm gespielt. Das spielt so einer etwas alternativen Zeitlinie, wo hier Einstein ausgelöscht wurde und dann habe ich tatsächlich mit Stalins Horden Europa erobert. Und als ich das geschafft hatte, bin ich jeden Tag in der Schule mit Rotfrontgenosse lang exerziert. Ja, natürlich. Kleiner Spaß. Also, es ist so lächerlich. Es ist wirklich absurd. Ja, natürlich. Und deswegen bist du heute links, weil du damals Command & Conquer Alarmstufe Rot gespielt hast. Auf der richtigen Seite. Ja. Eigentlich ist das Gute an Roblox, dass man hier ganz leicht selbst kreativ werden und eigene Spiele erstellen kann. Rechtsextreme missbrauchen das aber. Denn genauso sind auch diejenigen vorgegangen, die auf Roblox das Halle-Attentat nachgebaut haben. Nick Prinz arbeitet für die Amadeo-Antonio-Stiftung, die das Ziel hat, die Demokratie zu stärken und gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Dafür beobachtet Prinz regelmäßig mit seinen Kollegen, was Rechtsextreme auf den Plattformen posten und verbreiten. Und das nicht nur auf Roblox, sondern zum Beispiel auch auf Steam, der weltweit größte. Ah, so, und jetzt geht's direkt zum nächsten Thema. Und das ist halt das, da merkt man, wie schwach der ihre Argumentationsgrundlage ist, weil die selber wissen, das ist ziemlich arm. Und zwar, wenn die mehr hätten, dann wären die jetzt viel mehr auf diese Roblox-Map eingegangen. Was ist denn da so genau so schlimm? Sind da vielleicht irgendwelche rechten Bezeugungen, dass der Attentäter voll toll war oder sowas? Ich bin mir gar nicht sicher. Also, denkst du, die hätten das hier in dem Format gezeigt, wenn dann, keine Ahnung, du stürmst da rein und tötest 10 von den jüdischen Menschen dort, ne? Ja, auf jeden Fall. Ob da irgendwie so ein Glückwunsch, du hast 10 Schaben von der Welt getilgt oder so aufgeploppt wäre. Hätten die das gezeigt oder wäre denen das zu pietätlos gewesen? Das hätten die voll gezeigt, weil das halt das wäre gut für ihre Argumentation. Und dass sie es nicht gezeigt haben, gehe ich davon aus, dass da nichts dahinter ist. Wir haben ja auch nur in den paar Bildern, die wir hier gesehen haben, auf der Roblox-Karte nur diesen Straßenzug gesehen, wo das Auto war, und dann den Eingang von dieser Synagoge. Nichts weiter. Und ich gehe fest davon aus, dass da auch nichts weiter ist auf der Map. Ach, du meinst am Ende ist das so, gebt mir Geld, dann baue ich den Rest? So. Naja, oder ganz der Täter ist ja auch an der Tür verreckt, hier geht's nicht weiter. Das wird, ganz ehrlich, das wird keine spielerisch relevante Map sein. Ich gehe fest davon aus, das wird nur dieser Straßenzug sein, den wir gerade gesehen haben. Vor allem, wo am Ende der Straße einfach nur Skybox zu sehen ist, also einfach nur leerer Himmel, ohne irgendwie Kulisse oder so. Und dann steht der da vor der Synagoge und gut ist. Und da ist das Auto zu sehen. Das war's. Ich denke, da werden keine NPCs sein, die man abschießen kann. Da wird keine Handlung passieren. Keine Events werden ausgelöst. Das wird einfach nur eine kleine, billige Schwachsinnsmap sein, die halt mal ein edgy Kid zusammengebaut hat. Da gehe ich felsenfest von aus. Weil sonst hätten die hier noch viel mehr davon gezeigt.
Ich persönlich denke auch, dass es ein Kind gewesen ist, eben wegen diesem, was du sagtest, dass der Hintergrund fehlt. Ne? Dass, ja, es ist halt jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hat und so, der würde da irgendwas hinklatschen, irgendeine Textur. Ne? Ja, ja. Der weltweit größten Gaming-Plattform, auf der Games gekauft und heruntergeladen werden können. Täglich spielen hier über 69 Millionen Menschen aus aller Welt. Hier chatten Spieler und tauschen sich in Foren aus. Mick Prinz zeigt uns, wie diese Plattform auch missbraucht wird. Genau, aber das sind jetzt einfach Screenshots aus Spielen, die sie hier halt auf ihren Profilen teilen. Das müssen auch gar nicht irgendwie eindeutig rechtsextreme Dinge sein. Das kann jetzt hier zum Beispiel auch nur ein Strategiespiel oder ein Shooter sein, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Wir sehen zum Beispiel, das Profil spielt auch das. Warum verpixelt ihr das denn bitte schön? Also, what the fuck? Ich sehe das auch gerade nicht. Was ist denn an. Ihr wollt uns doch schocken. Ja, eben. Und vor allem, selbst wenn, was ist denn an Wehrmachtssoldaten jetzt schlimm? Also, vor allem Sniper Elite 5 zeigst du jetzt, da tust du die ganze Zeit nur auf deutsche Baller. Musst du nicht sogar also, Hitler am Ende erschießen? Ja, es gibt in jedem Sniper Elite, es gibt in jedem Sniper Elite einen Hitler-DLC, wo du Hitler töten musst. Und dann im nächsten Sniper Elite heißt es immer, ja, das war im letzten Sniper Elite in DLC, das war immer nur ein Decoy. Weißt du, war ein Doppelgänger, okay. Ein Doppelgänger, genau. Das ist so ein bisschen der Gag in der Sniper Elite 3. Ich muss sagen, der vierte Teil ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich liebe das Spiel. Die 5 fand ich ziemlich scheiße. Aber ja, Sniper Elite, das ist nun wirklich kein rechtes Spiel, also. Das Spiel Sniper Elite 5, das ist jetzt kein rechtsextremes Spiel, aber gerade Spiele, die im Zweiten Weltkrieg oder um den Zweiten Weltkrieg spielen, werden gerne von Rechtsextremen gespielt, weil es dazu dann häufig auch Modifikationen gibt, wo man dann beispielsweise auf einmal die Waffen-SS spielt oder wo dann eben Hitler ins Spiel integriert wird. Es scheint keine Mechanismen. Das machen doch aber alle. Also die Russen spielen auch ganz gerne auf dieser Seite, die Franzosen genauso. Weiß nicht. Also jedes Mal, wenn du bei so einem Spiel Mods erlaubst, wird das halt passieren. Meine Güte. Ja. So wie dieses Meme, du hast ein Spiel und es gibt das Tool als Karte davon. Ne? Aber ganz ehrlich, gibt es bei Sniper Elite 5 überhaupt Mods? Ah, okay, es gibt eine Nexus-Mods-Seite. Mhm. Gut, und von mir aus rennt man dann vielleicht als deutsche Figur rum. Das ist halt mal was anderes, als immer als dieser Karl rumzurennen. Der heißt wirklich Karl, die Hauptfigur. Mhm. Dieser Ami. Man tötet keine Leute. Ach, ich weiß nicht. Also ich finde das alles sehr schwach argumentiert. Okay, weiter. Einschränkungen zu geben, welche Namen sich die Spielenden auf Steam geben können. Spielenden? Ich zeige euch das mal eben hier. Alter, ihr wollt wirklich alles einfach autoritär machen. Ihr wollt einfach alles durchregieren. Jetzt soll noch eingeschränkt werden, was für Namen man sich geben kann bei Steam. Also, das ist genau dieser linke Käse. Als würde das nicht auch wieder umschifft werden. Da nimmt man dann irgendwelche, was weiß ich hier, Alt-211-Dinger oder sowas. Ne? Also hier, Numblock-Geschichten. Um irgendwas auszudrücken. Ach, lächerlich. Ja, und mir ist es vor allem zuwider, weil ich würde mich durchaus gewissermaßen als freie Rede Absolutist sehen. Also ich bin eigentlich dafür, jede Rede sollte erlaubt sein, auch wenn ich sie absolut widerlich und scheiße finde. Mhm. Und ich finde, das ist so ein typisch linkes Vorgehen, dass man irgendwas verbieten will. Also Rede verbieten will, weil wieso wie der Mensch redet, so denkt er auch. Und wenn du Rede kontrollierst, dann kontrollierst du auch das Denken der Menschen. Da bin ich dagegen. Richtig, ja. Wobei ich das jetzt gar nicht auf links festmachen würde. Also jedes autoritäre Regime, wenn man so möchte, was um seine Macht bangt, muss zu solchen Mitteln greifen. Absolut. Und denen schwimmen gerade die Fälle davon einfach. Das ist der ja, Punkt. Und man muss tatsächlich sagen, also diese ganzen Hate-Speech-Gesetze und so, das ist letztlich einfach nur so eine verklausulierte Form der Meinungsbeschränkung. Also, dass man bestimmte Sachen einfach nicht mehr sagen darf. So wie zum Beispiel das ganze Thema Trans, also mit dem Gleichstellungsgesetz, wäre das ja ins Extremste noch verkehrt worden, wenn das durchgekommen wäre, dass man halt nicht mehr benennen kann, wenn jemand eine Frau oder Mann ist, wenn das sich anders sieht. Das sind all solche Sachen. Oder auch diese Gängelei jetzt mit diesen Sachen, die unterhalb der Strafbarkeitsschwelle liegen, doch irgendwie zu ahnden in Zukunft. Ja, also genau. Was genau. Zum Fick? Das ist so, er hat in die falsche Richtung ausgeatmet. Wo kommen wir denn hier hin? Junge. Oh Gott, wir sind erst bei 5 Minuten. Beziehungsweise einfach mal nach Profilen auf Steam suchen, die wie Hitler im Namen haben. Die den Begriff Hitler im Namen haben, sehen wir, dass wir mit wenigen Klicks über 31.000 Profile finden, die sich nach Hitler wie schockiert sie links schaut. Schau du mal bitte bei dir bei Steam, wie viele haben Stalin im Namen? Das interessiert mich jetzt doch mal. Oh, kann ich das jetzt so schnell machen? Ich versuch's mal. Steam Community Search. Search for Friends.
Nach Freunden suchen. Sucht in der Such-Community, genau. Steam-Community, ja. Gib mal ein Stalin. So, Ergebnisse 1 bis 20 von 57.000. Also, es gibt 57.000 Steam-Nutzer mit Stalin-Namen. Ich gebe mal Hitler ein. Ja. Hitler, ah, krass! Das gibt's gar nicht. Hitler hat nur 52.000. Ich spring mal ganz kurz zurück. Was hat er hier gefunden? Das mal eben hier, wenn wir beispielsweise einfach mal nach Profilen auf Steam suchen, die Hitler im Namen haben, die den Begriff Hitler im Namen haben, sehen wir, dass wir mit wenigen Klicks über 31.000 Profile finden. Oh, siehst du? Stalin gewinnt. Mal wieder. Er findet nur 31.000 Profile interessant. Ich finde halt hier 52.000. Vielleicht habe ich hier eine andere Suche. Ja, du bist ja auch nicht bei der Stiftung. Ja, genau. Oder in 5 Tagen sind 20.000 neue. Ja, die haben alle diese Doku gesehen und sich gesagt, ah komm, ich nenne mich jetzt Hitler, scheiße. Ja. Vor allem, das könnte ich lustigerweise zutrauen, den Gamern. Es ist wirklich, ich meine schon, wenn ich hier auf Steam, du müsstest das bei mir sehen. Ich habe jetzt diese Suche angemacht und hier so ein bisschen durchscrollen. Es sind halt einfach nur Trolls. Zum Beispiel, der eine heißt einfach nur Hitler und hat als Profilbild Adolf Putin. Ist halt so ein Hitler, Putin als Hitler gemacht, weißt du? Mit dem Bärtchen und so. Horny Hitler gibt's hier. Not Hitler heißt einer. Also Hitler Lover, okay. I'm tired Hitler, Senior Hitler, das ist so Hitler, so ein bisschen als Hercule Poirot gemacht mit Monoke. Also es hat hier auch viel Gag-Faktor. Vor allem einer heißt Hitler und hat halt so ein süßes Anime-Bildchen dazu. Es geht einfach ums Trollen, Leute. Können die Lager wieder auf sein, Uwu? Ja, echt. Oh Gott, das ist so schwach. Es ist so schwach. Täglich kommen hunderte weitere mit diesen Profilnamen dazu. Deshalb kritisiert McPrince die Plattformen und die Sicherheit. Ah, guck mal, bei denen sind es übrigens auch 47.000. Ah, ja. Seiner Meinung nach sollten diese aktiver gegen Rechtsextremismus im Gaming-Bereich vorgehen. Ich glaube, das machen viele Sicherheitsbehörden auch, dass sie sich versuchen, einen Überblick zu verschaffen, was gibt es hier eigentlich, aber es ist schlicht und ergreifend einfach auch wahnsinnig viel und man ist auch auf die Zusammenarbeit mit den Plattformen angewiesen. Was muss eben Politik tun und die Plattform? Newsflash, es ist nicht rechtsextrem, sich auf Steam Hitler zu nennen oder Horny Hitler oder Not Hitler oder irgendwas. Ja. Von dieser Anspruchshaltung wieder. Was muss die Politik oder die Plattform tun? Ja. Nicht was kann sie, sondern was muss sie tun? Und das ist halt das Ding, worauf diese vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanzierte Doku halt abzielt. Und zwar letztlich wieder Rechten das Wasser abzugraben, also rechte Politik immer weiter zu erschweren. Also der Rundfunk ist nun mal nicht neutral. Die reden hier in ihrem Format mit Leuten von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die so weit stiftungsbasiert linksextrem sind, wie man nur sein kann. Die sie auch sehr nett darstellen als Demokratieförderer, ne? Mhm, ja. Mhm. Alles klar. Angewiesen. Was muss eben Politik tun und die Plattformen, damit genau das sich ändert, damit sich da was dreht? Hier würde ich sagen, müsste man an mehreren Stellschrauben drehen. Es müsste an ganz vielen Stellen was passieren. Ich sehe die Verantwortung bei Plattformen, dass sie ihre eigenen Guidelines durchsetzen, dass sie auch stärker proaktiver moderieren. Ich sehe das Problem aber auch bei der Politik, dass man... Aber Steam ist doch, wenn ich nicht täusche, US-amerikanisch, ne? Ja. Und da, alles, was die bis jetzt hier hatten, ist, überträgt sich doch mit dir ihren Guidelines. Also es geht doch schon wieder ins Leere, seine allererste beste Maßnahme. Naja, das Ding ist ja, ihre Argumentation ist wahrscheinlich so wie bei Facebook. Facebook ist zwar ein amerikanisches Unternehmen, aber hier in Deutschland müssen die sich halt an deutsche Gesetze halten, an halt zum Beispiel diese Hate Speech Gesetze, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Netzdurchsetzungsgesetz, so rum, das Netz.dg. Und da müssen die halt in Deutschland bestimmte Posts sperren. Und die wollen wahrscheinlich, dass das hier auch auf Steam um sich schlägt, dass halt Steam bei deutschen Nutzern bestimmte Namen unterbinden muss, Meinungen einschränken muss und so weiter. Okay. Also der Typ, der Not Hitler heißt, der ist auch weg demnächst. Okay, schön. Zumindest wenn er aus Deutschland ist, ja. Auf der einen Seite nicht nur Gesetze gegen Hass im Netz formuliert, sondern diese auch umsetzt, sowohl in sozialen Medien, aber auch in Gaming-Plattformen. Politik muss also etwas ändern. Wir treffen uns in Halle mit Sebastian Striegel von den Grünen. Er war für seine Partei im Untersuchungsausschuss zum Halle-Attentat dabei. Schon da forderte er, dass die Polizei mehr tun muss, online präsenter ist. Ich dachte, wir haben die Halle-Geschichte abgehackt und es kommen jetzt noch ein bisschen bessere Beispiele, aber ich befürchte, wir werden uns hier noch eine Weile mit der Geschichte im Kreis drehen. Ja, aber ich will jetzt wirklich, was das Thema Gaming angeht, will ich jetzt hier schöne Beispiele haben, weil was die uns am Anfang gezeigt haben, wie ich es schon
ausformuliert habe, das war nichts. Das war einfach nur nichts. Das war einfach nur ein Straßenzug, den man gesehen hat. Da war überhaupt nichts Skandalöses. So, vielleicht kommt noch was Besseres. Das Innenministerium in einer kleinen Anfrage gefragt, was sich seit dem Anschlag bei Online-Ermittlungen getan hat. Was waren denn Ihre Erkenntnisse? Das, was man an Zahlen im parlamentarischen Raum erhält von der Landesregierung, gibt nicht wirklich was her. Es ist klar, es gibt einzelne Aktivitäten. Sachsen-Anhalt hat ein Cybercrime-Competence-Center beim LKA. Es gibt Beamtinnen und Beamte der koordinierten Internetauswertung. Es gab auch mal eine Internetstreife, aber zum Beispiel, wie oft die tatsächlich auf Streifentätigkeit im digitalen Raum ist, lässt sich aus den Antworten der Landesregierung nicht wirklich ersehen. Die Anzahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren ist jedenfalls erschreckend niedrig. Erschreckend? Das heißt doch vielleicht, dass es einfach nicht diesen Boogeyman gibt, den ihr da versucht heraufzubeschwören. Ja, vor allem, was hat das jetzt mit Gaming zu tun? Also ja. Cyberkriminalität von mir aus. Da denke ich eher so an Darknet und solche Späße, ja. Ja, eben, eben. Vor allem wird ja dieser Untersuchungsausschuss zum Attentat von Halle, der wird doch jetzt nicht nach irgendwelchen Roblox-Maps gesucht haben. Also ich verstehe jetzt wirklich nicht den Zusammenhang. Und natürlich frage ich mich auch so ein bisschen, warum muss man hier wieder einen Grünen vor die Kamera zehren? Ich meine, letztlich weiß ich schon warum, weil die halt die Grünen pushen wollen, weil die werden selber irgendwo so grün unterwegs sein. Weil ganz ehrlich, in dem Untersuchungsausschuss sind von jeder Partei Leute. Die hätten ja auch einen AfDler fragen können oder einen CDUler. Nee, und die haben denselben Bart. Gesetzt. Und da waren sie sofort Best Friends. Niedrig, sagt Striege, und das, obwohl die Zahl der Cyberverbrechen stark zugenommen hat. Von fast 2000 Fällen hat sich die Zahl der Verbrechen fast vervierfacht. Nur 18% davon. Was hat das jetzt mit Rechtsextremismus zu tun? Cyberkriminalität und mit Gaming? Mit Gaming vor allen Dingen, ja. Also Cyberkriminalität ist sowas wie Menschenhandel im Darknet oder irgendwelche Drogengeschichten da bestellen, Waffenhandel, genau. Betrug. Also Geldwäsche. Wo es um Geld geht, genau, solche Sachen. Aber es geht hier nicht um fucking Roblox-Maps. Also, die wollen hier halt einfach nur einen Boogeyman aufmachen. Guck mal, Kurve geht nach oben, Gefahr, Gefahr. Wie die Pikos an. Wir werden überhaupt aufgeklärt. Einzig Taschen- und Autodiebe werden in Sachsen-Anhalt noch weniger ermittelt. Woran liegt das? Unsere Annahme am Personal. Wir fragen konkret beim Innenministerium Sachsen-Anhalt an. Unsere Frage, ob es einen Zuwachs beim Personal und Budget gibt, wird nicht beantwortet. Auf die Frage, ob sich Rechtsextremisten mit Spielen vernetzen, antwortet das Land sogar: Es liegen keine eigenen Erkenntnisse über den Missbrauch von Spielen als Vernetzungsinstrument vor. Es ist so peinlich. Ganz ehrlich, also wenn ich ein Rechter wäre oder ein Rechtsextremer an der Stelle, mal genauer gesagt, wenn da so ein Spiel wäre, irgendeine Karte, das würde mir doch wie so ein Honeypot vorkommen. Weißt du? Und dann mit dieser Aufforderung, vernetzt euch, wenn euch das Level gefallen hat. Also ja, so, ja. Da ja. würden alle Alarmglocken angehen. Ja, eben, das klingt eher VS-mäßig. Also ich als Rechter fühle mich von so einer scheiß Roblox-Map jetzt nicht angesprochen. Also, so. Mit wie vielen Beamten sie im Internet ausstrahlen? Ganz kurz, ich hier, seht ihr das noch? Siehst du das noch? Den Text hier? Sehr geehrter Herr Frohmüller. Ja, ja, genau. Einen solchen Dreh können wir Ihnen leider nicht ermöglichen. Da bitte ich um Verständnis. Nee, da bin ich. Ich bin Film weiter. Warte mal, ich gehe nochmal kurz zurück, ja? Ja, geh nochmal zurück. Wurde das Land sogar? Es liegen keine eigenen Erkenntnisse über den Missbrauch von Spielen als Vernetzungsinstrument vor. Wir haben alle Siehst du das? Den Text? Stimmt, da bitte ich um Verständnis. Das ist wie bei Asterix, wo es Majestix gibt und Miraculix und hast du nicht gesehen, ne? Bundesländer angefragt, mit wie vielen Beamten sie im Internet auf Streife sind. Polizei ist Ländersache und darum... So, sehr geehrter Herr Frohmüller, vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider können wir Ihnen zum angefragten Thema kein Interview anbieten. Ich kann Sie jedoch auf das im Mai 2022 gestartete BMBF-Projekt Radikalisierung auf Gaming-Plattformen und Messenger-Diensten, Klammern Radigami, okay, hinweisen. Die Projektskizze finden Sie im Anhang. Okay. Die sind jetzt traurig, weil sie kein Interview bekommen haben, oder was? Antwortet auch jedes Bundesland anders. Einige Bundesländer wollen keine Auskunft über ihr Personal geben, aus Sicherheitsbedenken, zum Beispiel Rheinland-Pfalz oder auch Niedersachsen. Andere Bundesländer sind da offener. Schleswig-Holstein hat spezielle Dienststellen für Cyberermittlung. Und Bayern hat im Bereich Cybercrime offenbar mehr Experten im Netz als alle anderen Bundesländer, die uns geantwortet haben, zusammen. Aktuell werden über 400 Spezialisten in diesem Bereich eingesetzt. Doch selbst 400 Spezialisten ändern nichts an der Tatsache, Spiele zu Attentaten wie... Alter, ich muss hier nochmal Pause machen, warte, ich google mal Cybercrime. Wie ist denn Cybercrime definiert?
fast alle Straftaten, die unter Ausnutzung der Informations- und Kommunikationstechnik oder gegen diese begangen werden. So. Was und hat jetzt, das mit Gaming zu tun? Richtig. Ja. Und der Begriff, also wichtig ist hier nämlich das Wort Straftaten. Cyberkriminalität umfasst Straftaten. Und wenn ich eine Roblox-Map mache, dann ist das keine Straftat. Das fällt ja, so Gott sei Dank noch unter die Kunst- und Meinungsfreiheit. So geschmacklos das vielleicht doch irgendwie ist, wenn die da mal fertig ist, die Karte. Ne? Aber ja, es ist keine Straftat, richtig. Und deswegen werdet ihr auch von diesen Cyberkriminalitätsstellen nichts erfahren zum Thema Gaming, weil das ist kein Cybercrime. Das ist keine Cyberkriminalität. Das wird von denen nicht bearbeitet. Ganz einfach. Es ist eigentlich wie dieselbe Scheiße damals, als das mit Counter-Strike so groß war. Oh, du kannst ja hier die Terroristen spielen, da die Bombe legen und irgendwas in die Luft jagen. Es ist am scheiß PC, niemand kommt zu Schaden. Was wollt ihr? Ja, es ist ganz eigenartig. So lernresistent diese Argumentation. Buffalo tauchen immer wieder auf den Plattformen auf. Wir zeigen Sebastian Striegel eine Aufnahme des nachgebauten Halle-Attentats auf Roblox. Die Spielenden können dabei auf die Synagoge schießen, genau wie auf vorbeilaufende Passanten. Das Menschenverachtende. Du hast auf jeden Fall recht, ne? Die können auf das Tor schießen und vielleicht noch auf die Passanten, die da vorbeilaufen. Aber das war's. Ja, mehr würde man hat da die nicht Karte machen können. Ja. Eben, sonst hätte der hier noch mehr gezeigt. Das ist alles. Und dann will er hier einen skandalisierenden Kommentar haben. Ja, das ist menschenverachtend. Schwachsinn. Also, es ist wirklich so dämlich. Was anderes kann man dazu schlicht nicht sagen. Solche Szenen nachzuspielen, das also wie eine Art Reenactment zu begreifen, das geht einfach gar nicht. Und da braucht. So, jetzt schau dir mal bitte die Map hier an. Ich sehe den einen Passanten da. Den kannst du wahrscheinlich umnieten mit deiner tollen Roblox-Waffe. Du siehst einen Passanten. Ja, ja. Du siehst einen Passanten. So, dann siehst du ein Auto und einen Straßenzug. Und wie gesagt, der Straßenzug ist noch nicht mal irgendwie detailliert gemacht oder so. Am Ende, wie gesagt, siehst du einfach nur leere Skybox. Da geht's einfach nur ins Leere. Hier wirst du nicht viel machen können. Das hat einfach nur mal einer schnell zusammengebastelt. Vielleicht hat er mit dem Straßenzug angefangen und dann gesagt, ja komm, jetzt mache ich mal was zum Thema Halle, da, um das ein bisschen edgier zu machen. Da klicken wenigstens ein paar Leute das an. Aber mehr ist es nicht. Ich sonst denke, würden die dir das zeigen. Der wird hier mit Google Street View da vorbeigefahren sein sozusagen. Ja, ganz ehrlich. Und dann einfach diese Straßenzüge so, ist ungefähr so ein Haus, zack, hingepflastert. Und bei der Synagoge hat er sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben mit der Textur hier von der Wand und sowas, ne? Ja. Dann hat er halt mal ein bisschen gefeiert, weil ein paar Leute das scheiße finden oder anklicken und ihn haten. Ich meine, das ist halt auch irgendwo edgy sein als Jugendlicher. Wir hatten das schon bei dem Thema mit den Hitler-Memes zuhauf. Ja. Mehr Anstand der Plattformbetreiber, ne, das ist das eine. Also solche Spiele müssen gesperrt werden, das können die Plattformbetreiber auch. Spätestens wenn jemand sowas meldet, muss das dann auch wirksam gesperrt werden. Roblox selbst hat das nachgebaute Halle-Attentat mittlerweile von seiner Plattform gelöscht. Aber gut ein Jahr war es dort zu finden, nachdem es im März 2022 veröffentlicht wurde. Und im Untersuchungsausschuss zum Halle-Attentat kam heraus, auch die Polizei hatte damals Probleme, schnell den Livestream der Tat zu finden. Ein Polizist, der am Tag des Attentats in Halle im Dienst war, sagte den Abgeordneten im Landtag: Erhalte eine Recherche nach entsprechenden Streams in der Akutphase eines solchen Einsatzes für eine Polizeiinspektion auch nicht für durchführbar. Also gut, hat wieder nichts mit Gaming zu tun, aber ich habe jetzt zumindest gelernt, dass es da einen Stream anscheinend gab zu dem Attentat. Ja, ja. Das habe ich tatsächlich auch gelesen im Vorhinein, wo ich mich jetzt hier dazu belesen habe, zu dem Anschlag. Wir hatten ja kurz, bevor wir das hier angeschaut haben, drüber diskutiert. Aber ja, wie du sagst, das ist jetzt auch schon wieder am Thema vorbei. Was hat denn das mit Gaming zu tun? Also ich finde, das ist vor allem auch mieser Journalismus, diese Doku. Ich muss sagen, Twitch muss weg. Oder? Sonst gibt es immer Streams. Gern hätten. Ja, ja. Und YouTube-Streams müssen zuständigen werden. Zuständigen Landeskriminal. Pardon, ich dachte, wir machen weiter. Gut. Ja, alles gut. Gern hätten wir mit dem zuständigen Landeskriminalamt in Magdeburg darüber gesprochen, wie sich die Arbeit der Beamten nach dem Attentat verändert hat. Wir bekamen jedoch eine Absage. Dann haben wir uns bundesweit umgehört, doch nur Sachsen wollte uns zeigen, wie im Internet ermittelt wird. Deswegen fahren wir jetzt nach Dresden. Hier ermitteln Polizisten gegen Cyberkriminelle, auch bei Hass, Hetze und rechtsextremen Spieleinhalten. Stellvertretend für ein Team von Ermittlern spricht Mario T. mit uns. So nennen wir ihn, weil er anonym bleiben will. Hass und Hetze im Netz würden auch ihn und sogar seine Familie gefährden. Wenn Spieler problematische Inhalte finden und diese bei der Online-Wache Sachsen anzeigen, würde diese Anzeige ihn und sein Team erreichen. Dann wird's für Mario T. und seine Kollegen meist knifflig.
Also da bin ich doch schon fast mal dazu geneigt, diese Seite dann mal zu benutzen, um zu gucken, was man da für Auswahlmöglichkeiten hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du da wegen irgendeiner scheiß Steam-Karte da eine Anzeige gegen Unbekannten machen kannst. Also, die Leute haben doch Besseres zu tun. Naja, in Deutschland wahrscheinlich nicht. Ich meine, es wird ja auch gegen Schülerinnen schon ermittelt, die irgendwelche Schlumpfvideos teilen auf TikTok. Stimmt, das sind ja mittlerweile so weiter. Na gut, jetzt bin ich mal gespannt, was der hier so sagt, weil das erschreckt mich jetzt schon. Also, weil, wie gesagt, unter Cyberkriminalität fällt eigentlich nicht eine freie Meinungsäußerung. Zumindest nicht in einem funktionierenden demokratischen Staat. Mhm. Gibt es Informationen, die er öffentlich beispielsweise zur Verfügung stellt, wo wir sehen, okay, der ist noch da und da unterwegs. Also wir machen jetzt nicht immer ein Gießkannensystem, dass wir sagen, wir gucken grundsätzlich in alles, sondern das Ziel ist ja immer, zum Beispiel einen straffällig gewordenen Nutzer zu identifizieren. Was würde denn das personell bedeuten, wenn Sie sagen würden, Sie würden sowas machen wollen? Also sprich, Sie würden jetzt dezidiert durch das Netz durchkämmen auf solche Inhalte, so wie man es von der klassischen Streife kennt, wenn da ein Hakenkreuz an der Hauswand ist, ist das ja auch etwas, was die Polizei automatisch quasi verfolgt. Der digitale Raum, der ist, was ein Polizeibeamter da erfassen kann innerhalb von 24 Stunden bzw. 8 Stunden Dienstzeit, das ist natürlich auch endlich. Das wäre eigentlich ein Sachverhalt, der müsste mit gigantisch vielen Beamten hinterlegt werden. Also das ist wenig realistisch. Okay, nochmal. Wenn jemand im Internet ein Hakenkreuz postet, dann ist das ein Sachverhalt, der müsste eigentlich mit gigantisch vielen Ermittlern hinterlegt werden. Wow. Also das sind die Prioritäten bei der Polizei. Schau dir mal eine Kriminalstatistik an, was für Gewalttaten heute auf unseren Straßen so verübt werden. Ja. Naja, er hat das schlau gemacht und hat gesagt, gebt uns mehr Geld und mehr Personal. Ja, letztlich. Cleverer Mann. Ich habe trotzdem noch den Eindruck, dass hier diese Doku-Macher irgendwie sehr, sehr leger umgehen hier mit ihrer Definition von Cybercrime. Also ich glaube fast nicht, dass es so bei dieser Behörde gehandhabt wird, so wie die es denken. Also zumindest die Roblox-Karte, gegen die würden die nicht ermitteln. Da bin ich fest überzeugt von. Ja, ich denke, die sind auch mehr rangegangen. Also die haben vielleicht diese Karte gesehen und haben gedacht, ach du Scheiße, das ist aber schlimm im Netz. Da können wir doch eine Reportage drüber machen und aufklären. Das muss ja dann überall so sein. Haben nichts Besseres gefunden. Und haben das dann so gesagt, na gut, dann müssen wir es irgendwie ein bisschen aufblasen, aufplustern. Mhm. Ja, jetzt sind wir im Netz, da gibt es auch Verbrechen im Netz. So wirkt es tatsächlich, weil wir sind ja schon bei einem Drittel der Doku und was war das Beste, was wir gesehen haben, diese Roblox-Karte. Und dass die nach dem Namen Hitler auf Steam suchen. Also ich bitte dich. Komm, es muss jetzt noch was Gutes kommen. Also, ja, bitte. Meine Güte. Unendlich viele Inhalte brauchen unendlich viele Polizeibeamte. Darum sehen Experten wie Mick Prinz die Plattformen wie Roblox und Steam in der Pflicht. Das sieht auch die Polizei so. Also da würde ich mir wünschen, dass die Plattformbetreiber da mehr Geld investieren, Mitarbeiter ausbilden, vernünftig ausbilden und dann eben auch durchaus eine bessere Moderation und Kontrolle ihrer Inhalte durchführen. Was halt aus der ihrer Sicht absolut Schwachsinn ist. Das ist ein Unternehmen, was Geld in die Hand nehmen muss, Mitarbeiter einstellen muss, also Unkosten noch und nöcher hat. Damit sich irgendwer besser fühlt, weil da so eine scheiß Karte verschwindet. Ja, klar. Also die werden sich also darum winden. Ne? Ja, eben. Die machen natürlich nur das, was dem Unternehmen nützt, was Geld bringt. Und ich meine, jetzt irgendwelche dämlichen Karten, weil ihr euch wie die letzten Mimöschen einpisst, zu sperren, das werden die ja nicht machen. Da haben sie gar keine Zeit und kein Geld zu. Uns in Einzelfällen kooperieren die Plattformen mit der Polizei. Aber beim LKA wird deutlich, wenig Personal für unendlich viele Inhalte. Wie Rechtsextreme diese Inhalte zur Vernetzung nutzen könnten, darüber sprechen wir in Thüringen mit dem Chef des Verfassungsschutzes. Mhm. Ah, ich wusste es doch, das ist der Lieblingsfreund von Herrn Höcke. Genau, das ist der. Ach so, Stefan Kramer, okay, Thüringer Verfassungsschutz. So hieß er, genau. Ja, was soll der uns was erzählen? Okay, ja. 2017 der Leiter der Behörde. Er sieht die Gefahr von Spielen als Vernetzungsinstrument.
besonders für die rechtsextremistische Szene ist aber die Plattform oder dienen die Gaming-Plattform viel, viel mehr als eben nur Kommunikation. Hier geht es darum, sich zu motivieren. Hier geht es darum, sich in einer virtuellen Welt aus der realen Welt zu verabschieden und dort tatsächlich den Lebensstil, den Way of Life des Rechtsextremismus zu leben. Alter, du lebst auf einer Roblox-Karte den Lebensstil, den Way of Life des Rechtsextremismus. Ich würde es mal bezweifeln. Bitte sag mir mal die Spiele, in denen ich den Way of Life des Rechtsextremismus lebe. In Stardew Valley oder was, weil ich mir eine schöne Farm baue? Oder? Ich glaube, bei, also, oh Gott, wie ist es, Rollercoaster Tycoon oder sowas, weil du da die Zügel fahren lassen kannst. Keine Ahnung. So unfassbar. Ja, wirklich. Beispiele. Aber ich brauche Beispiele. Jetzt mal ohne Scheiß. Das müsste dem doch sogar entgegenkommen, wenn Rechtsextreme ihre wertvolle Lebenszeit auf so einer scheiß Realitätsflucht vertrödeln. Weißt du? Wenn die da 7 Tage die Woche vorm Rechner hängen und oh, wie toll alles damals war. Naja, das Ding ist, es geht ihnen ja gar nicht darum, in erster Linie meiner Meinung nach Verbrechen zu verhindern, sondern Verfassungsschutz ist ja einfach nur eine Anti-Oppositionsbehörde. Die will einfach nur das rechte Spektrum klein halten und da geht es dann halt letztlich schon einfach um alles, was rechts ist. Hauptsache, du arbeitest dagegen. Und dass du vor allem, ganz wichtig, halt dich immer in den Medien präsentierst, den Normies gegenüber, die halt jetzt hier zum Beispiel MDR schauen, und dann halt solche Sachen ablässt. Das ist die Hauptaufgabe des Verfassungsschutzes. Ja, Angst machen vor rechts. Ich wollte den Punkt auch gerade machen. Dem ist das doch scheißegal, dass die ja gerade irgend so eine Gaming-Reportage mit rechten Inhalten drehen. Der sieht bloß, oh, da kann ich mich wieder profilieren, kann wieder dem, wie du schon sagst, dem MDR-Normie vermitteln. Da gibt es ganz große Gefahrenlagen auf Steam und prinzipiell am PC. Ja, schaut dass mal, der Normie sich mitnimmt. Achtung, eure Kinder werden rechts, wenn die im Internet unterwegs sind. Die bösen Rechten lauern überall. Gefahr, Gefahr, bitte helfen Sie mir. Ich sehe das schon, wenn die Oma den Enkel wieder fragt, ob sie auch, ne? Ob er auch schon mal. Ja. Kennst du da diese neue Roblox-Karte? Gespielt? Ich habe da einen Passanten gesehen. Den habe ich gekillt. Entsprechenden Shooting-Games ganz klar mit Waffen auseinanderzusetzen, gegenseitig zu messen, aber auch eben Anschlagsszenarien durchzuspielen. Der Halle-Attentäter hatte sich genau auf diesen Plattformen bewegt. Alter, wie schlecht. Es ist wirklich original dieses Killer-Spiel-Argument wieder. Du kannst dich dort mit Waffen auseinandersetzen in Shooter-Spielen. Also wenn ich jetzt Call of Duty spiele, dann tue ich mich natürlich auf einen Anschlag vorbereiten. Ja, klar. Weißt du, ich würde denen den Punkt ja sogar geben, wenn jetzt so ein Beispiel käme, 2022 zum Beispiel hatte sich die rechtsextreme Splittergruppe XY auf, was weiß ich, Minecraft eine Karte gebaut und danach anhand dieser Karte diesen Anschlag auch so durchgezogen. Ja, ja. Irgend sowas. Würde ich sagen, okay, sehe ich irgendwie ein. Aber hier wird nichts kommen, weil niemand macht das. Ja, wir sind jetzt bei der Hälfte der Doku und hier kommt nichts. Das einzige Beispiel war wirklich Roblox. Diese scheiß Karte, die wie Kacke aussah. Und dazu halt noch diese Namen, Hitler. Die Hitler-Namen auf Steam. Es ist erbärmlich. Plattform bewegt. Seine Ideologie findet sich auch in dem Spiel zum Anschlag wieder, das mittlerweile gelöscht ist. Kramer verwundert nicht, dass es das Spiel überhaupt gab. Werden auch Spiele genutzt, gerade aus der Neonazi-Szene, um Radikalisierung voranzutreiben? Das natürlich sind sozusagen die Perversitäten, wenn Sie so wollen, aus meiner Sicht zumindest, oder die darin gipfelt das Ganze letztlich gesehen nur. Die Herausforderung für uns ist eben die, dass wir mit diesen technischen Radikalisierungs- und Publizierungsmöglichkeiten Schritt halten müssen und dass es offensichtlich in der Perversität des Menschen nach oben keine Grenzen gibt. Kramer bestätigt uns, dass seine Behörde aufgerüstet hat. Details über die Arbeit seiner Leute behält er für sich. Unser Fazit, die Ermittlungsarbeit ist für die Polizeibehörden ein Fass ohne Boden. Unsere Recherche zeigt, durch den Föderalismus wird ihre Arbeit erschwert. Die Vernetzung Rechtsextremer kann die Polizei nur schwer verhindern. Oh, das ist ja mal ein interessanter Punkt. Er möchte also vielleicht den Föderalismus abschaffen. Könnte man ja fast so argumentieren. Oh Gott, ja. Ja, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen, finde ich. Ich meine, klar, es ist schon logisch, dass Föderalismus nun mal auch für den Staat Nachteile hat, was Sachen im Großen ermitteln angeht. Naja, aber es wird... Ja, finde ich jetzt nicht so wild. Ja, gut. Vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretiert hat sich, ja. Rassisten fehlt. Deswegen ist die Polizei auf Hinweise von allen Spielenden angewiesen. In Deutschland gibt es allein über 34 Millionen Gamerinnen und Gamer, die genauer hinschauen können.
Einer von ihnen ist Stefan Bliemel, besser bekannt als Steinwein. Der Gamer zockt History Games auf YouTube vor über 95.000 Abonnenten. Er spricht in den Videos mit seinen Zuschauern über geschichtliche Inhalte und ordnet diese in ihren jeweiligen Kontext ein. So begann damals seine Liebe zu Games. Ich bin mit diesem Medium Anfang der 90er, nach der Wende, ich komme aus der ehemaligen DDR, da bin ich als Kind aufgewachsen, bekannt geworden und war gleich fast. Okay, was hat dieser YouTuber jetzt mit Rechtsextremen zu tun? Er wird ja wohl selber nicht rechtsextrem sein. Ich hoffe, jetzt kommen hier wenigstens mal ein paar Beispiele, dass er vielleicht sagt, ja, bei mir in den Kommentaren, wenn ich dann so ein historisches Game spiele, dann wird da immer so böse über Hitler diskutiert. Ja, ich denke, irgend sowas wird kommen oder dann bei der Recherche zum neuesten Siedlerteil ist er auf einen Mod aufmerksam geworden, der XY macht. Ja, also. Ich bin jetzt sehr gespannt, weil bis jetzt war es halt noch sehr mau, was Beispiel angeht. So, also, ihr habt jetzt bin die aber Chance. Neidisch, er hat auch wieder diesen geilen Whisky-Globus. Ah ja, ich sehe. Und dann kam eins zum anderen, bei Freunden erstmal C64 und dann irgendwann, ich glaube 93 oder 94 der erste PC und ja, da hat man natürlich nicht nur Schulaufgaben gemacht, sondern auch gespielt. Er spielte schon immer gerne Spiele mit geschichtlichen Themen, lernen, ohne dass man es merkt also. Denn Spiele können gut verschiedene Systeme abbilden und erfahrbar machen. Fast logisch, dass er später auch Geschichte studierte. Ende 2012 veröffentlichte er schließlich sein erstes YouTube-Video zu einem Geschichtsspiel. Seitdem baut er seine Community auf und ist noch aktiver Teil der Gaming-Szene. Rechtsextremismus sieht er in seiner eigenen Gaming-Bubble als kein Problem. In meinem persönlichen Umfeld, also das heißt mit meinen Zuschauern, mit denen ich in Kontakt bin, die Spiele, die ich spiele, die Entwickler und Publisher, die ich kenne, erlebe ich das tatsächlich nicht. Ich beschäftige mich mit Games, die einen historischen Hintergrund haben, aber tatsächlich wird auch dieser historische Hintergrund so gut wie nie genutzt, um irgendwie jetzt über Kommentare irgendwie eigene Ideologien einzuspeisen und schon gar nicht Rechtsextreme. Es gibt ganz, ganz wirklich wenige Fälle in den letzten Jahren, wo das mal passiert ist und dann blocke ich das sofort. Wenn deine oder uns... Das ist ja seltsam. Als wäre eure ganze Reportage bisher auf Sand gebaut. Ja, richtig krass. Finde ich sehr interessant, dass sie das hier überhaupt drin gelassen haben, weil... Der, über den ihr jetzt 2 Minuten lang, den ihr vorgestellt habt und alles, der jetzt hier als Experte dargestellt wird, der verneint diese ganze These von eurem Beitrag. Dass es halt selbst bei historischen Games keine rechtsextremen Bestrebungen gibt. Es ist ja nur seine Community, ne? Ja, und es ist natürlich nur seine Community, die so gut ist. Ja, nebenan beim YouTube-Kanal X, den ich gar nicht mag, der noch mehr Abonnenten hat als ich, da sind natürlich die bösen Nazis. Dieser Kuchen-TV zum Beispiel. Unsere Community zum Beispiel auf Steam oder in Videos rechtsextreme Inhalte entdeckt, wie sollte man am besten vorgehen? Was ist dein Tipp? Wenn man das sieht, sofort melden und ich glaube, je mehr das tun, umso schneller geht das dann auch, umso besser ist das. Ich glaube, da ist tatsächlich die Schwarmintelligenz der Gamer sehr, sehr wichtig, dass man da einfach gemeinsam initiativ wird und aktiv wird. Und dann macht es eben schon einen Unterschied, ob ein Einzelner oder 1000 eine Sache melden, ob eine Plattform vielleicht aktiv wird. Okay, deswegen haben sie ihn drinnen gelassen. Weil er zum Melden aufruft, zum Denunzieren, schön, wenn man es mal böse ausdrücken genau, möchte. Genau, immer schön denunzieren. Ja, das kann der Deutsche gut. Bereits einige Gamerinnen und Gamer, wenn man sich ihre Social-Media-Profile anschaut, wie McPrinz erzählt. Es gibt ein Problembewusstsein in der Gamer-Szene, es könnte aber größer sein, findet er, und nennt uns jene, die sich offen gegen Rechtsextremismus aussprechen. Das ist so ein typisch Neulinger Scheißpunkt. Ja, da wurden schon Fortschritte gemacht, aber ihr müsst euch noch viel mehr anstrengen, um dies, das Unterdrückungsding irgendwie zu verringern. Jedes Mal. Es ist so langweilig geworden. Es ist ziemlich langweilig. Dass er keinen Bock hat auf Rechtsextremismus in seinen Communities. Hand of Blood macht das oder beispielsweise auch ein Fabian Siegesmund. Das sind alles Leute, die in ihren Communities auch Vorbilder sind und die wir auch darstellen. Hey, nehmt diese Dinge nicht einfach so hin. Wehrt euch auch, wenn euch solche Sachen auffallen. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man Rechtsextremismus auch im Gaming nicht hinnimmt. Aha. Jetzt kommt doch endlich mal mit einem Fleißbeispiel. Ja, die haben keine Beispiele. Die benennen sogar, dass es bei den großen Streamern eben keine Probleme gibt, dass da nicht zum Rechtsextremismus aufgerufen wird. Und ganz im Gegenteil, sogar noch zum Melden und Denunzieren angestiftet wird. Ich würde sagen, jetzt kommen wir noch mal, jetzt sehen wir noch mal die Roblox-Karte. Komm, die hat man lange nicht gesehen. Ich würde sogar fast sagen, wir sind jetzt bei 53 Minuten und wir haben etwas mehr als die Hälfte geschafft, dass wir hier unterbrechen und uns den Rest für ein zweites Video aufsparen. Ja gut, ist auch ein, denke ich mal, es kommt ein anderes Thema, das passt ganz genau, gut. Genau, ja. Bin ich nämlich auch der Meinung. Also liebe Leute, gebt uns mal eure besten rechtsextremistischen Gaming-Erfahrungen, die ihr so über die Jahre, über die ihr so gestolpert seid. Ja? Ja, ob es überhaupt irgendwelche gibt, also es würde mich doch sehr interessieren. Ja, vielleicht können wir dann selber mit Doku mal drehen.
Gut, dann bis zu Teil 2. Haut rein. Tschüss.